Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir sind hier auf den zerstörten Mond gelandet. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Gut. Das sieht so aus, als ob wir hier wieder das Seil herspannen können. Vermutlich von da drüben. Ich schau mal kurz. Ist gar nicht so weit weg, aber das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Fast der Reise oder der Wiederkehr. Wer bist denn du? Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Okay. Moment, untersuchen. Hallo? Warum blenden die das immer wieder weg? Cordova sagt, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Da ist ein Meditationspunkt. Da ist auch ein Seilanker und hier ist ein Echo. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Cree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Rat. Okay, also nicht in diese Richtung. Nein. Ach du Scheiße. Fängt ja wieder gut an. Moment, was höre ich da? Achso, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir wachsam. Wir müssen dieses Labor finden. Natürlich. Da haben wir schon mal eine Abkürzung. Muss man den Quatsch hier nochmal machen. Ich muss meine Mitte finden. Und den Punkt nehmen wir auch gleich mit. Und weiter. Moment, ist das eine Tür? Nö, ne. Doch, das ist eine Tür. Aber die ist nicht. Da kann man noch nicht durch. Ja. Sektoren 5 bis 9 außer Betrieb. Sektoren 1 bis 4 in Betrieb. Werkstatus aktiviert. Anlagenstatus deaktiviert. Mhm. Okay. Wie ist der Messwert? Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Die Kammer verstärken? Hoffentlich habt ihr doch nichts eingesperrt. Nee, das ist, glaube ich, hier nicht so gut.
dahin, darüber. Und dann sehe ich nicht, wo es weitergeht. Ich schaue mir das mal ganz kurz an hier. Da komme ich zu der Tür. Okay. Ich habe doch gesehen, dass da was ist, ey. Du auch, du weißt es bloß noch nicht. Spinnst du jetzt oder was? Stirb einfach. Wir haben auf uns gewartet. Ja, wie? Ich habe gedacht, das ist ein Kabel. Nee, nee, nee. Ich will das jetzt wissen, was das ist. Kiste hier. Okay, mehr ist das nicht. Das ist ein Lichtschwert. Ich werde nicht nachgeben. Das war die falsche Richtung. Natürlich. Okay, das wird da rum, darüber. Und da werde ich da hinten da hochkommen, also das wird auch der gleiche Weg. Seid gegrüßt. Erinnert euch an eure Ausbildung. Mach ich doch. Wie viele warten hier denn noch auf uns? Tja, wir werden sehen, wir werden sehen. Schlechtes Gefühl. Ganz mieses Gefühl. Ich auch. Oh. Die Zone ist alle. Kugeln ein Ärmchen entlang. Na, wo gehst du denn hin? Okay, komm her. Ich werde heute nicht sterben. Schnauze. Oh, das ist eine ganze Menge. Ich brauche Hilfe. Stimmt. Mögen unsere Klingen entscheiden. Willst du da abwehren? Die wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Naja. Leichenpflastern seinen Weg. Was ist das, Kumpel? Eine Ladestation für Droiden. Was soll's auch anders sein? Wir müssen das Ding öffnen. Was sind das da für schleimige irgendwas hier? Hast du was zu sagen? Wo ist das Laboratorium? Das Labor ist gesperrt. Das Labor ist unzugänglich. Du bist okay. Versteck dich irgendwo. Ich habe keinen Zugang. Ich habe es ihnen gesagt. Bitte. Lassen Sie mich. Die Raider haben diesen Droiden ziemlich zugesetzt. Die haben dann zwar ganz was anderes gefragt und der sagt, also ich frage, wo ist das Labor? Das ist nicht zugänglich und da darf ich nicht rein und blablabla. Wir wissen, wo es ist und nicht, ob ich rein darf.
Na, warte mal, da geht's doch zurück. Dann gibt's da bestimmt was zu finden. Vielleicht Macht, Leben. Oder eine blöde Kiste. Und da sind wir wieder. So, wer greift jetzt an? Unprogrammierte Magna-Wache. Was du willst. Gib auf. Warum? Jetzt kommen wir doch gerade nicht fort. Ich hab zwar ganz woanders hinkommen, aber ist ja wurscht. Lass mal der. Hätte nie gedacht, dass ich mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. Ich will den neuen Scan. Aber... Huiuiui. Hat ein bisschen was abgezogen. Wir warten. Wir wollen ja kein Dampfbad. Das ist jetzt aus, ja. Mann. Soll das hier Rost sein oder was ist das, ey? Sehr schön. Nochmal eine Abkürzung. Oder unten ist was. Wie kommt man da ran? Stell dich an. Darunter? Nein! Sieh mal da vorne, bitte! Hat kein Mensch gesagt, du sollst ans Seil, oder? Okay. Ist gar nicht mehr so einfach, ne? Da ran zu kommen. Boah, das war jetzt einmal ein Versuch wert. Okay, da hat es einen Weg gegeben. Oder das ist nur der Rückweg, weil da kommt man ja nicht hoch. Aber sehr schön, wir haben es erwischt.
Was haben wir hier? Haben wir Schnipp. Und wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Das heißt, das muss man auch schon mal nochmal klettern. Das tat weh. Ja, zeig mal her. Wir haben fast zwei Punkte, wenn wir es nicht versauen. Oh, was ist das? Hier ist irgendwas. Eine Herausforderung. Ich siege die Horde aus Kampfdruiden. Sollte kein Problem sein, oder? War nix. Willkommen! Schau, der Finger langsam weh. Wow. Knüppelt noch auf der Leiche rum, ey. Irgendwas fehlt noch. Moment, das lass er nicht auf mir sitzen, oder? Ich darf das nicht mehr machen? Doch. Konzentrier dich, Kel. 150 sind zu schlagen. Wir wurden am Schluss ziemlich wild, möchte man sagen. Ihr greift doch da an mich. Ich will nicht mehr verfolgen.
80, ja. Sonst kann er dann eine Puppen nochmal. Da kann ein ganz schöner Finger weh, du. Wir haben es geschafft. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Erfahrung. Jetzt haben wir schon fast 3 Punkte. Und da ist auch noch was. Lass uns das See zeigen. Oh, Datendisk. Müssen wir hier runter? Ne, wir kamen ja von unten. Da haben wir sie ja hochgekämpft. Da, die Wimser. Glaube ich. Ne, da waren wir doch. Da sind wir doch rüber. Moment. Das haben wir gemacht. Wir müssen da runter. Okay, verlaufen. Komm vor. Das heißt, wir müssen sogar da runter. Noch haben wir es nicht geschafft. Was ist das da für Scheiße, ey? Ich glaube, gesund ist es nicht, wenn wir... Was? Keine gute Arbeit, Kumpel. Scan läuft. Sektor 5 Epsilon. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Zeta. Ja, ja. Eine alles Anomalie. Klar. Der Himmel ist kaputt. Wir wurden angegriffen. Okay, schauen wir mal, ob es hier was gibt. Da ist auf jeden Fall wieder... Ich denke, da durch dann. Das heißt, wir müssten da lang. Natürlich versuchen wir erstmal die Tür aufzumachen. Diese wird natürlich nicht zu öffnen sein. Unaufhaltsam wie immer, BD. Oh doch. Und da ist mein Meditationspunkt. Ach, das ist doch da, wo wir schon waren. Okay. Wir ruhen aus. Fähigkeiten, da können wir 2 Punkte mal verwenden. Was war bei Überleben? War da noch irgendwie was, was interessant gewesen wäre? Ja, da ist so einiges interessant. Ich würde gern eher mal zur Macht wechseln. Genau. Und mir mal ein bisschen mehr Macht noch holen. So, und dann kommt da die Qual, da hochzugehen. Da freue ich mich da schon drauf. Ist doch ein Klacks. So ein Scheiße.
War doch kinderleicht. Schwitz. Ah, Moment. Ah, okay. Ah, ich muss die nächste Abzweigung da rein. Noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Da war jetzt ein bisschen zu langsam noch. Da warten wir mal noch. So. Ach du Scheiße, schon wieder. Sag mal. Muss das sein? Ich hab's offen, lässt sich das da einfallen. Die falsche Richtung, Junge. Du verarsch mich doch. Der geht einfach in die falsche Richtung. Aber zum Arsch kratzen dann mal lieber, komm mal hin. So, bei Fallen Order würde ich gern den Level-Designer erschießen. Jetzt habe ich wieder so langsam das Bedürfnis. Noch eine Basis für die Bedlam Raider. Wir sind nicht... Schnauze! Du bist dadurch. Wer programmiert Klappergestelle darauf, so viel zu reden? Tja, Respawn, möchte ich mal sagen. Unheimliche alte Ruine. Aber wenn der Boss sagt, hier ist irgendwas, stelle ich keine Fragen. Es hat Nick ganz gereicht für den Punkt. Bitte die Abkürzung. Vielen Dank. Oh. Siehe Gesichter. Hm? Wink, wink. Oh, seht mal. Der Jedi. Du solltest nicht hier sein. Nein, nein. Zu nah. So witzig es ist, gegen etwas kämpfen zu können. Ravis wäre wohl nicht begeistert, wenn du näher kommst. Also verschwinde, Jedi. Tja, bloß weil du das sagst, hau ich nicht ab. Schau mal, da du... Ja, mal guck an. Nehmen wir mit, was nichts kostet. Was? Bodeninhalts? Neue Musiktitel? Aha, okay. Noch hier? Ach, hat doch dein Maul, Alter. Geh doch du, wenn's dir nicht passt. Aber ich habe meine Befehle. Also verschwinde von hier. Natürlich. Natürlich. Stimmt, ich habe einen Blaster. Ich dachte aufladen, ich kann das Schwert rumzwirbeln, aber das... Machen wir das zu der Fall? So, was haben wir hier? Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Datendisk.
Hallo? Zack. Heilen? Ja, das wäre vielleicht mal interessant, ja. Geh mal hoch, Junge. Oh, schau mal, was wir hier haben. Macht. Feine Sache. So, und wo geht's jetzt hin? Kann es sein, dass es hier zurückgeht? Schauen wir sie jetzt so. Oh, schau. Hast du mal vergessen? Mich bei dieser Jedi abschauen. Ziel ist ein Feigling. Genau. Ach, wir sind ja schon oben. Ich würde ihn am liebsten selbst. Und da drüben ist auch noch was. Vor Ravis will ich mich nicht rechtfertigen. Ach komm, das versuchen wir noch zu holen. Oh Gott. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Eine Möglichkeit haben, nehmen wir es mit, ne? So. Und die wollen jetzt alle auf die Fresse, oder wie war das jetzt? Mist. Ich habe Schaden erlitten. Nur ich bin übrig. Und wir haben die Scheißtasten teilweise durcheinander. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. Das Ding hier kann man. Oh, Mist. Was? Da komme ich so nicht drauf. Okay, ja, ich sehe schon. Kann ich nicht von da aus gleich starten? Dann ist es gleich ein wenig höher. Das war knapp. Glaube ich nur ein bisschen Heilung. Hast du was zu sagen? Sie können das Labor nicht betreten. Sie sollen nicht. Alles okay? Sie dürfen nicht hinein. Das sagt mir jeder. Okay. Warum kann man nicht die Scheiße da nicht abschalten? Und warum schaut es da jetzt mal wie Harry aus? Warum muss es immer Strom sein? Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Ja, ja. So, das heißt, ich muss darüber, ne? So, ganz ruhig. Erstmal keine Panik schieben. Dieses Rohr muss ich kommen. Hörst du auf, weil ich hinten an die Scheiße rein. Was immer da vorne ist, sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Wo ist er denn? Gehen wir, BD. Hä, wo sind sie jetzt hin?
Lass mal sehen. Ihr habt doch Ahnung gesehen, oder? Sieh dir das an. Wir schaffen ein Bild des Dossier Nummer 1, oder? Okay. Ich mal die da oben wegmachen. Das kann ich gar nicht brauchen, wenn ich da. Meine Fresse, das hat es jetzt mal in die Hosen. Er ist zu nah, ja, ich bin wirklich zu nah. Was? Was jetzt? Sanfte Landung, bitte. Okay. Jetzt aber da geht bei mir neue Unterhosen. Ich höre etwas. Das war das Letzte, was du gehört hast. Hat einen epileptischen Anfall, okay. Nee. Jungs, lass uns doch miteinander reden. Sie wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Keine Abkürzung. Warum denn? Will die Scheiße dann nochmal machen. Hast du was gefunden? Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Sie ist viel zu groß. Wir müssen einen anderen Weg finden. Na toll. Aber da ist wenigstens ein Meditationspunkt. Gut. Lass uns meditieren. Ausruhen. Dann schauen wir nochmal mit die Fähigkeiten. Ich würde gerne nochmal vielleicht den Überlebenden langsam fertig machen. Reduzierte Zeit. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Und das Blocken, das kostet glaube ich auch plus einen. Also insgesamt brauchen wir noch drei und dann sind wir da fertig. Bereit zum Aufbruch? Doofe Idee. Warum mache ich das? Was hat das für einen Sinn? Eine Schiffsschaukel hier? Hm. In den Sinn oder nicht so dran? Was soll denn das bringen? Wo muss ich denn überhaupt hin? Greifpunkt. Was soll denn hier Greifpunkt sein? Da oben.
Gott, da kocht dann das Grundwasser. Ey. Nee, darauf müssen wir. Bin ich jetzt hier richtig? Na, Gott sei Dank. Na, abgezogen. Und wohin schwingen? Darüber? Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Okay. Jetzt habe ich schon mal, dann geht's abwärts. Ich habe gerade noch gesehen, was da Glas ist. Okay, da kommt man rein. Was ist da hinten noch? Nichts. Das ist Glas, okay. Das wird Cordova interessieren. Geräterhelden? Mir wurde etwas Interessantes versprochen. Was? Unsichtbar? Ich sehe dich aber noch. Ich habe schon viel Schlimmeres erteilt. Ein echter Jedi. Ein echtes Arschloch. Jetzt lachst du noch. Glück gehabt, der Kopf ist dran geblieben. Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Kampfstil erhalten. Karl kann jetzt im Kampf Parierstangen-Kampfstil einsetzen. Der Parierstangen-Kampfstil ermöglicht langsamere und wuchtige Angriffe. Du hast eine höhere Ausdauer zur Verteidigung. Oh, der braucht aber ganz schön lang. Und wir haben uns auf jeden Fall. Ich fühle mich viel besser. Kann ich das Danke. Wieder wechseln? Na, das ist nichts. Die Ausrüstung könnte ein paar Anpassungen vertragen. Scheiße, ich kann es nicht wechseln. So ein Mist. Tür ist von allen Seiten verschlossen. Na toll. Moment, was haben wir jetzt hier? Ein Echo? Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Verriegelt. Also gut. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Kree und Dagon. Okay, und da haben wir... können wir meditieren, dann können wir das...
Schwert wieder austauschen. Weil das gefällt mir jetzt ehrllich gesagt nicht so. Und wir ruhen mal aus. Na, lass mir den Kampfstil wechseln. Hallo? Andere Kampfstile sind derzeit nicht möglich. Schweinerei. Ja. Bleiben wir in Bewegung. Okay. Weiter machen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Ich glaube, da wartet schon der nächste Knecht. Und sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. It's been a long 5 years. Tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond her grasp. But I think we finally found somewhere the empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. Place that's worth fighting for, no matter the cost.